Susue und herzlich willkommen zu The Sims 4 Rising Star, meiner neuen Staffel von The Sims 4. Ihr habt vor 3 Tagen oder so eine Umfrage von mir gesehen auf Instagram und ich freue mich, wie viele von euch mitgemacht haben und bedanke mich total für die ganzen Namensvorschläge, die ihr mir auch genannt habt. Denn ihr habt alle gefragt, worum geht's? Warum die Namen? Warum? Das war die große Frage schlussendlich von euch allen. Und heute kann ich es euch endlich erzählen und zeigen, denn ich wollte ja eine neue Staffel starten, die heute anfängt, am Samstag. Und habe einfach mal nach einem Namen gesucht, weil ich hatte so überlegt, okay, was machst du? Und wie könnten die heißen? Und wie könnte das alles aussehen? Naja, dann habe ich gedacht, okay, frag doch mal einfach deine Community. Die sind super spitze und geben dir richtig viele Namen. Habt ihr auch gemacht. Ich war total überrascht und muss mich da an der Stelle mal an euch bedanken. Und ich habe überlegt, wir werden ein Sims-Duo aus 2 Sims haben. Einmal ein He und eine She, also ein Er und Sie. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte er ein Influencer werden. Also er steht dann hinter der Kamera und macht alles selbstständig und sie wird Schauspielerin. Das war mein Gedanke und ja, dann habe ich mich hier in CreateSim begeben und dachte, wir erstellen mal die beiden, die uns dann in Zukunft auf unserem Let's Play begleiten in unserer neuen Staffel. So, und angefangen habe ich, indem ich dann erstmal alle also Swaths entfernt habe, denn das ist immer das Schlimmste und sie trägt kein Make-up, wow. So, genau, entfernen wir ihr auch sämtliche Kleidung, das sind zwar keine Accessoires, aber muss ja auch nicht sein. Oh Gott, was ist das für eine Leggings gewesen? So, jetzt ist sie nackig. Okay, also fangen wir ganz oben an. Ja, so blass musst du jetzt nicht werden, okay? Langsam siehst du auch menschlich aus, sehr gut. Okay, so. Oh Gott, was ist das? Hilfe. Genau, ich wollte mich hier ein bisschen an Get Famous orientieren. Ich hatte nämlich diese super coolen, bunten Haare gesehen. Moment. Nicht die, die sind auch cool, aber tatsächlich meine ich die hier. Die finde ich irgendwie cool. Die gibt es nämlich so in komplett bunt. Das finde ich irgendwie total nice und ich hätte eigentlich voll Bock, irgendwas in die Richtung zu nehmen. Oh mein Gott, die sind irgendwie voll fancy. Die sind so rosa. Oder das. Das finde ich auch cool. Genau. Meine Idee war nämlich, wir nehmen mal sowas richtig Abgefreaktes und so richtig. Man macht so einen Wandel durch. Wisst ihr, so zum vom Straßenkind so zum aufsteigenden Stern. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, okay, nehmen wir mal die bunten Haare, nehmen wir mal was anderes als sonst. Ich hatte auch ein bisschen Custom-Content, aber ich wollte mich jetzt mal am Pack halten ein bisschen. Und ja, ich bin nicht so der Sim-Ersteller. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so ganz meins. Aber ich habe hier trotzdem mein Bestes gegeben, würde ich sagen. Also mehr oder weniger. So, oh Gott, ich verzweifle jetzt schon. So, oh Gott, ihr müsst mir beim Mund verzeihen. Ich kann Münder nicht, es tut mir leid. Es tut mir leid, oh Gott, ich bin einfach nicht der Mundmensch. Ich kann das nicht. Okay, genau. Und dann ging das auch relativ zügig hier. Ihr seht es ja. Naja, mehr oder weniger zügig. Man guckt hier so alles so durch und sagt sich so, ne, das geht alles gar nicht. Das sieht alles irgendwie... Irgendwie ist sie nicht schön. Irgendwie habe ich gerade Schwierigkeiten, dass sie schön aussieht. Das ist irgendwie gemein. Oh Gott, was gibt es denn hier noch so an vorgefertigten Gesichtern? Das sieht eigentlich voll interessant aus. Die sieht gar nicht schlecht aus. So, ich würde gerne die Augenfarbe ändern in grün. Dann würde ich die Augen noch einen Tick weiter aufmachen. Nee, nicht die Pupille, die Augen einen Tick weiter aufmachen. Nach oben ziehen. So. Okay. Oh Gott. So. Sieht sie auch schon gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Jetzt nehmen wir noch eine andere Nase. Ach ja, das wird schon was Lustiges. Ich bin echt gespannt, wie sich denn unsere Dame hier schlagen wird in der Schauspielkarriere. Das könnte ja mal richtig interessant werden. Die Nase ist doch eigentlich ganz schön. So. Und den Mund mag ich. Der Mund ist in Ordnung. Okay, so. Mammutheil geschafft. Statur ist in Ordnung. Lassen wir so. So, jetzt ist natürlich noch das Make-up. Das ist natürlich immer das Größte.
Oh Gott, gibt's eigentlich ein neues Make-up? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt keins. Nee, nur Zombie-Make-up. Okay, Zombie-Make-up wollen wir nicht. Nee, Alien-Make-up auch nicht. Oh, das ist... Das ist eigentlich voll abgefreakt und irgendwie sieht das auch cool aus. Und ich glaube, es ist dezent zu viel. Es ist dezent zu viel. Naja. Wir nehmen mal was ganz Schlichtes. Oh Gott, das ist alles so... Ich habe noch nie festgestellt, dass das so starkes Make-up ist. Das sieht so voll nach Augenringen aus. Ja, mein eigenes Make-up, das Custom-Make-up ist schon cool. Obwohl, das können wir auch nehmen. Das sieht in Ordnung aus. So, seht ihr, dann ist die Ski fast fertig. Also sie. Das ist doch schön. Okay. Ach ja. Oh, ich habe mich richtig gefreut auf Get Famous. Und ich bin richtig gespannt, was wir denn so erleben werden. Ich brauche den Eyeliner. Nee. Ich bin echt gespannt, denn ich habe mir so einiges überlegt, dass wir es auch ein bisschen challenge-artig machen können. Aber dazu verrate ich noch nicht so viel. Das müsst ihr dann abwarten. Da müsst ihr nach und nach, gibt es ja immer ein paar Infos und mal gucken, wie es euch am Ende gefällt. So, ich finde, sie sieht doch jetzt eigentlich, so kann man sie auf die Straße lassen, oder? Was meint ihr? Gibt es keine neuen Lippenstifte? Keine neuen Lippenstifte, okay. Dann müssen wir hier ein bisschen... Ausnahme machen. Ausnahme, das ist die einzige Sache, die ich hier an ihr custom erstelle. So, okay. Ganz schwierig. Ich habe mir auch schon Gedanken wegen dem Namen gemacht, beziehungsweise ich nicht, sondern ihr. Und da kamen einige echt gute Vorschläge raus. Und ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, welcher Name es denn geworden ist. Aber da spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Ihr werdet noch warten müssen. Das Oberteil ist ganz schön, oder? Oder die Jacke vielleicht. Die Jacke ist auch cool. Oh, das ist alles so. Man will das am besten alles anziehen. Alles so. Und das sind die Kostüme. Die sind aber ein bisschen extrem. Die sollten wir am Anfang noch nicht so unbedingt anziehen. Hm. Okay, was zieht sie denn an? Da könnten wir auch nochmal filtern. Filtern wir doch hier auch nochmal. Oh, werde berühmt. So, genau. Da gibt es nämlich einen neuen Rock. Und, nee, sogar zwei neue Röcke. Zwei neue Röcke, wow. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn wir jetzt noch oben irgendwas... Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist doch... Ja, in dem... Oder vielleicht so... Das könnte man eigentlich ganz gut tragen. Ich würde sowas Einfarbiges und dann den Rock mit Mustern, den würde ich cool finden. Oder so rum. Das würde ich eigentlich ganz cool finden. Hm, schwierig. Das ist irgendwie schwierig. Okay, dann trägt sie halt irgendwas anderes. Ihr seht, ich habe eine Rockvorliebe. Ich weiß gar nicht, wieso. Oh Gott, Plüschjacke. Plüschig. Hilfe. Nee, irgendwie ist die Army-Jacke dann doch... das ist voll cool. Okay, und dann zieht sie sich eine Hose an. Dann machen wir es mit Hose. Nee, Schminkhose nicht. Nee, auch keine Actionhose. Dann müssen wir doch hier mal ein bisschen auf den Rest zurückgreifen. Der Rock ist komisch, aber gut. Warum nicht? Was nehmen wir denn da? Die Hose finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir die doch. In schwarz oder in braun? Oder in weiß? Rosa? Nee, blau. Nee, blau auch nicht. Orange passt aber nicht. Gibt es das irgendwie noch in einer anderen Farbe? Das passt nicht so ganz zu rot. Grün? Hm. Nee, das passt noch nicht so ganz. Irgendwie passt das noch nicht. Die Jacke ist auch cool. Rosa ist die Jacke auch cool. Oder wir nehmen die mal so. Das muss ja irgendwas Passendes zu den Haaren sein. Ich glaube, die Haare lassen das so ein bisschen alles aus dem Konzept fallen. Ich merke das schon. Ja, es mussten die besonderen Haare sein. Ich weiß. Ich sehe es schon hier alle so. Oh Gott, Tobi, wie kannst du nur diese Haare nehmen? Wie kannst du nur? Und ich so, ich musste. Nein, ich finde die irgendwie ganz cool. Ja, die Jeans könnt ihr dazu tragen. Ich bin ja eigentlich nicht der Custom-Content-Mensch. Nein, gar nicht. Okay, so. Das finde ich ganz gut. Und oh, ganz viele neue Schuhe. Die sind toll. Die mag ich. Die sind toll. Oh, das sind tolle Schuhe. Mensch. So, das ist sie. Oder was meint ihr? Das sieht doch ganz gut aus. So, ausgekleidet. Okay, du bist aber schlicht. Abendgarderobe. Die ist doch wohl ein bisschen mehr wert als nur das. Wie wär's damit? Okay, so ein Kleid hat sie noch nicht.
So ein Kleid hat sie auch nicht. Die sind alle zu teuer. Sie muss ein günstiges. Ja, vielleicht sowas. Mhm, das ist ihr Kleid. Und dann, ja, was hat sie denn? Die Schuhe vielleicht. Und, oh Gott, keine Socken. Bitte keine Socken. Wir haben was vergessen. Guckt mal, wir haben hier die Ohrringe vergessen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Das ist so, das ist typisch Tobi, der so, oh, ich habe was vergessen. Machen wir nochmal. Und die Ohrringe sehen zu teuer aus. Okay, ach, das sieht doch, die finde ich knuffig, die Ohrringe. So, jetzt vielleicht noch eine Kette oder so. Ja. Sieht man nicht. Na gut, dann ist das nicht ganz so wichtig. Moment, und jetzt noch hier unten. Hat sie hier unten noch Accessoires? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, ja, hat sie. Vielleicht eine Uhr, so. Okay, dann hier sind wir fertig. Das ist in Ordnung. Sportkleidung. Ist das in Ordnung, würde ich sagen. Huch, Schlafkleidung. Schlafkleidung. Nee, da möchte ich ihr was anderes anziehen. Vielleicht ein Handtuch. Nein, okay, vielleicht ein bisschen mehr als ein Handtuch. Wie wäre es mit der? Vielleicht die Hose und ein T-Shirt, ganz normal. Nachtwäsche. Ja, zieh dir das an, meinetwegen. Klar, das ist so einfarbig. Ich mag rot nebenbei, wem es aufgefallen ist. Vielleicht das. Das sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Okay. Party. Das finde ich eigentlich voll kurz, Party-Outfit. Das lassen wir so. Das finde ich gut. Okay. Schwimmsachen. Können wir auch so lassen. Okay. Gut, dann ist unsere Ski nämlich fertig. Ich verrate immer noch nicht den Namen. Ich bin gemein. Ich weiß, ich bin richtig gemein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir machen hier alles nacheinander. Der könnte ganz interessant sein. Irgendwie gefällt mir der Körper aber auch nicht. Zu muskulös. Muskulos. Muskulos, dieser Mensch. Okay, genau. Wir nehmen erstmal wieder hier alles weg. Ich bin schon wieder 10 Schritte weiter. Okay, das nehmen wir weg. Und das nehmen wir weg. Und Schuhe nehmen wir auch weg. So. Und wir haben natürlich nicht so einen Muskelprotz. Das wäre natürlich langweilig. Wir haben so einen Lauch. Nein, okay. So ein normaler. Normaler. Wir könnten auch den Bierbauch nehmen. Okay, nee, nehmen wir den. Ich gucke mal, der sieht, oh Gott, die sehen alle so abgemagert aus. Hilfe. Der ist normal. Der ist in der Mitte. Nicht zu breit, nicht zu schmal. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier? Der sieht eigentlich ganz nett aus, aber wollen wir so jemanden oder wollen wir so jemanden? Ich glaube, wir wollen so jemanden. Okay, in weiß. Nein, okay, vielleicht so. Und dann ist er braunhaarig. Das ist natürlich zu erwarten, so. Okay, es gibt lange Haare. Oh, diese ganzen Haare. Ich kenne die alle noch nicht nebenbei, deswegen ist das voll interessant. So, wenn man die noch gar nicht kennt. Okay, die berühmten Haare finde ich jetzt nicht so toll. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt eine Alternative haben. Das ist jetzt natürlich die Frage. Haben wir eine Alternative? So, wie wär's denn mit kurzen Haaren? So, wie wär's denn mit denen? Die finde ich eigentlich ganz schön. Die sind schon ein bisschen zu lang, finde ich. Das ist so Fußmatte. Die mag ich. Die finde ich gut. Ich glaube, wir nehmen die. Oder gibt es da noch irgendwas? Die mag ich. Die mag ich auch. Die sind auch schön. So. Ich würde sagen, er hat einen Bart. Einfach so. Flauschige Barte. Flauschige Barte? Was? Flauschige Bärte. Ich finde, das lässt ihn irgendwie total lieb wirken. Mit diesem Bart, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich sehe schon, ihr schreit alle so, oh Gott, Tobi, wie kannst du nur Bart und... Okay, so, und jetzt kommt der schwierste Teil, der schwerste. Ich kann nicht mehr reden, ihr merkt es schon. Tobi ist noch gar nicht drin, der kann schon nicht mehr reden, der ist durch. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Schwierigste. Jetzt müssen wir hier irgendwas finden für ihn. Was soll er denn tragen? Was soll er denn tragen? Gott. Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee, aber nehmen wir doch mal bitte was Schlichteres. Was könnten wir denn da so nehmen? Oh Gott, hat er viele Hosen bekommen, was? Achso, das sind alles Jahreszeitenhosen. Nee, aber er hat echt viele Hosen bekommen. Wow! Hätte ich gar nicht gedacht. Wie ist denn mit der Jogginghose? Die finde ich eigentlich ganz cool.
Und jetzt müssen wir noch ein Oberteil finden, was nicht unbedingt zu Werder Bremen passt, weil das finde ich irgendwie nicht schön. Das ist irgendwie schwierig. Also einige Sachen sind echt cool und andere nicht so. Das ist voll schade. Trägt er das? Das könnte er tragen in so, vielleicht nicht braun, aber vielleicht in grün oder blau. Gelb. Irgendwie. Das finde ich ganz nett, oder? Was meint ihr? Ist so ein bisschen lockerer angezogen. Wir brauchen natürlich noch Schuhe. Barfuß möchtest du nicht rumlaufen, glaube ich. Und es gibt hier einfach goldene Sneaker. Die sind sehr interessant. Also die haben sich da wieder richtig Gedanken gemacht. Die hatten da wahrscheinlich auch richtig Spaß dran, das alles zu designen und zu programmieren. So, oh, bunte Schuhe, goldene Schuhe. Ja, warum nicht, ne? Und das machen wir. Die Schuhe finde ich gut. Die nehmen wir in braun. Ja, das sieht doch gut aus. So, die Uhr. Genau. Bin ich zufrieden, oder? Was meint ihr? Doch, so, das finde ich gut. Der hat so richtig das Influencer-Gesicht. Ich sehe das schon. Der ist der Frauenheld. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Die Hose. Zieh bitte eine ordentliche Hose an. Ich sag dir nichts vor, aber eine ordentliche Hose. Okay. So, und... schwierig, so. Oder so. Ja, warum nicht so? Klar, da ist er so ein bisschen aufgetakelter. Ich finde es schon fast zu viel. Sport kannst du machen, wie du willst. Außer in dieser Hose, die sieht schlimm aus. Da sieht die Hose hier noch besser aus. Seit wann haben wir diese bunte Hose? Ist neu, kann das sein? Die ist irgendwie... Die sehe ich heute das erste Mal. Okay. Nachtwäsche, da kann er schlafen, wie er möchte. Und den Party-Look, den finde ich wieder gut. Irgendwie haben die es mit den Party-Looks ganz gut getroffen dieses Mal. Okay, so. Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich glaube, ihr seid alle relativ gespannt wegen den Namen. Und ich muss sagen, wirklich, es waren extremst viele. Also ich glaube, ich habe, ungelogen, ich habe bestimmt 50 Namen bekommen. 50 Namen. So. Und für den Jungen. Vielleicht wollte er mal ein paar Vorschläge hören. Hatte ich zum einen Lukas, Leon, Matteo, Mylon. Oh Gott, was hatte ich noch? Ich überlege gerade, was ich so alles an Namen hatte. Ich hatte ziemlich viel und ich muss offen sagen, es waren so viele. Also es war echt krass, wie viele Namen ihr mir geschickt habt. Ich kann noch mal gucken, ob ich jetzt hier noch Namen finde. Genau, guckt mal. Ich habe hier nämlich noch eine ganze Liste bekommen, die konnte ich mir gar nicht alle aufschreiben. David, Joshua, Levi, Maki, Mika, Aaron, Matteo, Konstantin, Janis, Toni, Julian, Leon, Damien, Hendrik, Chris, Manuel, Pablo, Lukas. Oh, es war so viel. Und ich habe mich schlussendlich auch für einen Namen entschieden, denn der Name, der mir richtig gut gefiel, ist Damien. Ich würde ihn gern Damien nennen. Und Nachname, das ist natürlich jetzt die Frage. Damien, da hatte ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich habe tatsächlich eine Idee. Wir nennen ihn Damien Winston. Winston, das finde ich gut. So, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es war auf jeden Fall eine sehr kreative Idee, fand ich persönlich. Und bei den Damen gab es genauso viele Vorschläge, sogar noch mehr als vorher. Zum Beispiel Catherine, Lily, Emma, Elina, Zoe und außerdem Isa, Lea, Mila und Luna. Da muss ich sagen, da ist es mir, glaube ich, sogar noch schwerer gefallen als bei den Jungen. Und ja, beim drüber nachdenken kam mir dann auch der richtige Name. Also mir gefiel tatsächlich Luna sehr gut. Das war sogar eine Zeit lang Platz 1 bei mir. Aber ich habe mir überlegt, dass vielleicht Luna ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Dann hatte ich auch zwischendurch noch andere Vorlieben. Zum Beispiel Elena.
aber schlussendlich hat bei mir tatsächlich die Luna gewonnen. Mir gefiel der Name ganz gut, auch mit den Haaren und den Augen. Gefiel mir das irgendwie ganz gut. Und ich würde sagen, sie nennen wir... Oh, das ist schwierig. Ich muss offen sagen, bei den Namen, da raucht es mir jetzt noch. Da raucht der Schädel. Wie würde ich sie denn nennen? Was haben wir denn da? Klee, Lührer, Jansen, Schneider. Das sind so diese typischen deutschen Namen. Schäfer, Klee ist hier irgendwie fünfmal. Ich merke schon, die wollen, dass wir sie Klee nennen. Meier, Klee, wieder Klee. Luna. Wie wär's denn mit Luna Morgan? Morgan finde ich Morgan. Ein A in Morgan. Ja, Morgan. Machen wir ein A. N. So. Da haben wir dann unsere zwei. Die Luna und der Damien. Das ist der Damien. Der Damien ist... Das ist jetzt eine gute Frage. Der Damien ist... Ja, ein beliebter, oder? Weltberühmtheit? Nee, er ist keine Weltberühmtheit. Oder? Profischauspieler ist er auch nicht. Was ist er denn? Ich würde eigentlich sagen, der Damien ist so ein beliebter Typ. Vielleicht will er doch weltberühmt werden. Ist auf jeden Fall eine Idee. Er ist aufgeschlossen und schließt damit schneller freundschaftliche Beziehungen. Das finde ich gut. Und er ist ein Geek. Oder? Ich würde sagen, er interessiert sich auf jeden Fall für Geek-praktische Sachen. Also, was ist das? So, außerdem ist er ein Hundefreund. Also er mag Hunde. Und sozial ist er bestimmt. Oder? Ich finde, gesellig ist gut. So, dann ist er gesellig. Das ist doch gut. Da wurde das geklärt. Er möchte weltberühmt werden. Und sie, also Luna, möchte Schauspielerin werden. Profi-Schauspielerin, ganz klar. Sie ist also eine Grüblerin und verbessert ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert ist. Finde ich gut. Sie ist auf jeden Fall richtig selbstsicher. Sie weiß, was sie kann, und wenn sie auf der Bühne ist, dann gibt sie ihr Bestes. Außerdem ist sie eine Chaotin. Eine Chaotin, das finde ich gut. Chaoten können manchmal alles rumreißen. Und selbstsüchtig, nicht unbedingt. Vielleicht ist sie noch schwierig. Nee, sprunghaft nicht. Ich mag sprunghaft nicht, das ist voll blöd. Aktiv, nicht kokett, Spinnerin. Wie wär's denn mit romantisch? Das finde ich eine gute Idee. So, das ist also unsere Luna. Die gibt es ja auch nochmal zu sehen. Hallo Luna, na? Wie geht's so? Und der Damien. Und ich würde sagen, wir bestätigen einfach mal der Winston. Ach, Moment. Bevor wir es vergessen, wir müssen ja hier Mitbewohnerin. Ja, Mitbewohnerin. Wir können ja nicht Freundin, dann sind die Mitbewohner. Das ist unser Haushalt. Winston. Oder wir nennen sie die Chaos. Chaos WG. So. Ach, guck mal, hier kann man sogar Porträt zufällig wählen. Kann man sich hier sogar was aussuchen. Das finde ich ja cool. So, und dann bestätigen wir mal. Und dann geht es nach der Soy Valley. Natürlich habe ich mir auch schon ein Grundstück ausgesucht. Und da werden wir jetzt direkt hingehen. Denn wir sind ja noch Anfänger und haben daher nicht so viel Geld und werden deswegen hier hinziehen ins, ich überlege gerade, wollen wir möbliert? Ich glaube ins nicht möblierte. Dann haben wir noch 9.500 fürs Budget und wir wohnen hier in Myrish Park. Genau. Und wollen natürlich irgendwann hier wohnen. Wäre natürlich unser Ziel, aber da ist einiges an Arbeit auf uns wartend. Ne? Da wartet einiges an Arbeit auf uns, bevor wir da mal schlussendlich hinkommen. Ich würde jetzt gerne noch mit euch
unser Haus einmal einrichten, damit wir zumindest eine Grundausstattung haben, damit wir das nächste Mal dann richtig in die Karriere reinstarten können und eine gute Basis haben. So würde ich es zumindest nennen, damit die Luna und der Damien da auch richtig Gas geben können, würde ich es nennen. Ja. So würde ich es nennen. Und hier sind wir auch schon. Oh, ist das nicht schön? So viele neue Sachen warten auf uns. Dann gucken wir doch mal. Also, was haben wir denn da? Schlafkapseln. Okay, die können wir noch nicht. So, Traumstätte. Okay, das ist natürlich auch sehr cool, aber wir haben nur ein begrenztes Kapital. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal günstig denken. 2000. Hilfe. Oh Gott, 1920. Kreuzschraffurbett für 900. Das finde ich gut, das können wir hier platzieren. Okay. So, wir müssen mal gucken. Das reicht, glaube ich, hier wirklich nur fürs Mindeste. Wir fangen wieder ganz unten an. Nein, ganz unten nicht, aber mit wenig. Das dürfen wir immer nicht vergessen. So. Oh Gott, ich werde uns hier mal schnell einrichten. Zack. Die Theken können wir jetzt hier mal hinsetzen. Zack, da kommt der Herd hin. Zack. Zack. Und, ja, das war's. Das war's. Nein, das war's nicht, aber sehr viel mehr Platz haben wir hier auch gar nicht. Oh Gott, das ist hier wirklich sehr minimalistisch. Ich mach mir Sorgen. So, genau. Badezimmer, das müssen wir jetzt... Eine Golddusche, das ist so toll. Und eine Sinnflut des Designers. Das sieht irgendwie voll wie die teure Designerdusche aus für 900. Wir haben nicht so viel Geld, wir müssen uns für 275 hier diese günstige Dusche kaufen. Mehr Geld haben wir nicht. Ihr seht es, unser Geld verschwindet. Das ist echt traurig. So, dann brauchen wir hier das günstige Waschbecken und eine Toilette. Ein goldener Thron, der Schwanenthron. Den können wir uns leider nicht leisten. Wir müssen das günstigste vom günstigsten nehmen, leider. Das ist echt schade, aber irgendwann, da werden wir auch mit einer Schwanentoilette leben, hoffe ich mal. Irgendwann bestimmt. So, okay. Toilette haben wir, Bett haben wir. Okay, weiter. Das Problem ist, wir brauchen ja auch momentan noch zwei Betten, weil... Das heißt, wir müssen hier mal so ein zweites Bett hinstellen. Weil momentan sind die beiden ja noch nicht zusammen. Das ist ja blöd. Die konnten wir ja theoretisch verheiraten, aber die kennen sich ja noch gar nicht. Ich meine, was ist, wenn sie sich nicht mögen oder so? Das kann ja passieren. Ich meine, dann verheiraten wir die und dann mögen die sich am Ende nicht. Das wäre doch komisch. So, okay, ich werde mal hier schnell alles hinsetzen. Zack. So, natürlich noch einen Schrank. Oh, das ist hier richtig ranzig. Ich sehe das schon. Oh nein, das ist voll schlimm. So, okay, jetzt brauchen wir hier irgendwie noch einen Tisch. Nee, nicht hier. Nicht kein Couchtisch. Wir brauchen einen normalen Tisch. Und da ist direkt ein 600 moderner Mid-Century-Tisch. Und wir können uns eigentlich nur dieses billige Ding für 225 leisten. Das ist richtig deprimierend. Das ist richtig deprimierend. Okay, und Klappstühle müssen her. So, und zwei sollten sogar reichen. Okay. So, jetzt haben wir den Großteil. Jetzt müssen wir gucken, was wir noch für die Karrieren brauchen. Okay, wir brauchen nämlich einmal so einen Schreibtisch, ne? Meistermixer-Musikstation? Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das herbekommen. Stylingstation, Make-up, Schienenkamera. Wo gibt's denn das hier jetzt? Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken, wo diese... Oh Gott, ich glaube, ich muss filtern. Ich bin ein bisschen überfordert. Ein bisschen dezent. So. Okay. Ah, jetzt haben wir es. Okay, jetzt kriege ich hier einen Überblick. Oh, ein exotischer... Oh, ein Teich. Das ist ja cool. Es gibt einen Teich. Okay, so. Nee. Wir suchen den Schreibtisch. Wo ist der Schreibtisch? Oh Gott. Fassade. Übergroße Kommode. Hier gibt es so die komischsten Sachen, aber... Ah. Videostation. Mehr Klicks. Okay, ist das die günstigste?
Ich glaube, das ist die günstigste. Ich finde das voll lustig, dass er sich so dieses Ding hier theoretisch leisten kann, aber sonst halt nichts. Okay. Ja komm, da müssen wir hier eigentlich noch ein zweites Zimmer machen, weil die können sich ja nicht ein... Ja, okay. Okay, ich gebe es zu, da müssen wir uns hier ein zweites Zimmer machen. Müssen hier nochmal eine Tür anfügen. Die können wir dann wegmachen, wenn die mal irgendwann zusammenkommen sollten. Hoffentlich kommen die zusammen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Aber gut, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, vielleicht hassen sich die beiden auch. Das gab es ja bei uns im Let's Play auch schon. Dann haben sie sich plötzlich gehasst. So. Dann kriegt einer das kleinere Bett. Sorry. Okay, so, jetzt haben wir alles. Und 1379 für den Start. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Bilanz. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Da geht es dann hier nämlich los. Verabschiedet euch, beziehungsweise begrüßt die beiden Neuen, Damien und Luna. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, tschüss!